3, 2, 1. Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartalk. Willkommen zurück zu Let's Play of Orcs and Men. Wir haben hier unseren guten Akai und unseren kleinen Freund Styx. Und wir stehen im Lager der, ich glaube, Schwarze Hand hieß sie, glaube ich. Und wir sprechen einfach mal mit Lanzenkopf. Du brauchst mich? Ja, vielleicht. Denn, was ich zufällig in der Testaufnahme mitbekommen habe, wenn ich sage Schmieden. Was ist das? Orkisches Handwerk? Du hast dir unser Vertrauen verdient. Ich werde dir erklären, was ich einem Laien erklären kann. Eine Schmiede dient nicht nur dazu, Rüstungen anzufertigen. Ein guter Schmied kann bestehende Rüstungen auch verbessern. Ähnlich wie Magier davon reden, Blei in Gold zu verwandeln. Wenn du einem guten Schmied begegnest, kannst du ihn bitten, sich deine Ausrüstung anzuschauen. Er wird dir sagen, was verbessert werden kann und wie. So etwas tue ich häufig für unsere Leute. Dann mach mal, würde ich sagen. Kann ich das jetzt verbessern? Oh. Krieg ich auch angezeigt, was man da verbessert, oder... Dann... Danke. 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 Und danke. Sonst noch was? Geh weg. Geh weg. Los, danke. Cool. Ich kann jetzt auch verbessern. Ich weiß nicht, ob ich noch schon gegen alle gekämpft habe. Ihr habt gute Arbeit mit der Plage geleistet. Oh, die cool. Schwarze Hand steht in eurer Schuld. Durch die Verordnung sind wir im Moment geschwächt, aber nehmt dies zum Dank. Möchten. Ich will gegen dich kämpfen, Monkey. Ganz nach Tradition der Schwarzen Hand. Ja, in der ich so lange bin. Du scheinst dich vor nichts zu fürchten. Zuerst musst du dich mit Fuchs messen. So sind die Regeln. Okay. Sollte nicht zu hart werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber haben wir das nicht schon gemacht? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben das schon gemacht. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Gut gemacht, Jungs. Schön zu sehen, dass die Plage beseitigt wurde, ohne dass die Miliz mitgemischt hat. Wäre schwierig geworden, ein neues Versteck wie dieses zu finden. Du solltest mit Monkey sprechen, Styx. Wie ich ihn kenne, hat er etwas für dich. Seine Art, Danke zu sagen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Offensichtlich weißt du, wo dieser Dorek steckt. Ich weiß viele Dinge, aber das... Ich kenne nur Gerüchte. Ich hörte, er sei in der Nähe des Südtors, nahe dem alten Granitsteinbruch. Habe es aber selbst nie überprüft. Könnte eine Sackgasse sein. Schaden kann es nicht. Weißt du, wo das ist? Natürlich. Dann los. Ist einige Zeit her, dass wir den Bastard gesucht haben. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin absolut verwirrt. Aber gut, ich spiele einfach weiter, weil... Das sieht neu aus. Fast geschafft. Ich hoffe, Dorek ist da. Mache ungern Umwege, ohne was dafür zu bekommen. Und natürlich voller Hunde. Ich hasse Hunde. Sie sabbern, beißen, rennen rum und bellen und schnüffeln dir von der anderen Seite der Barackenstadt am Hintern herum. Man muss kein Hund sein, um dich am Gestank zu erkennen. Ja nun, diese hier sind ziemlich fies. Ihr Trainer ist ziemlich verdreht. Es gibt Gerüchte über deinen Kumpel. Eine Legende. Scheint so, als hätte er einen Arm geopfert, um seine Hunde zu füttern. Schwachsinn, Rakash. Er ist nur ein Mensch voller Hass. Ein Ske. Ein was? Ein totes Herz, dem bald sein Körper folgen wird. Okay. Machen wir Dorek fertig. Weiß auch nicht warum, aber... Das klingt nach einem Plan.
Die angreifbar, ja. Wachhund und Armbrustschütze der Söldner. Sehen wir mal den an und werfen ihm einen Goblin in den Kopf. Das klingt nach einem Plan. Roy! Und den da, den verprügeln wir mal. Und zwar Betäubungsschlag, hin und zurück und schnell angreifen. Das sollte für einen Hund reichen. Bam! Bam! Hundangriff! Bringt nichts gegen ein. Ja, er ist tot! Sehr gut! Eine Lampe. Nimm die Lampe mit. Oh, das sieht aber schön aus hier. Gefällt mir gerade recht gut. Voll die Mauer hier. Ich sollte CX wechseln. So, was haben wir dann hier so alles? Speicherte Inhalte, da oben ist einer. Kann ich nicht anvisieren, okay. Bleib mal da einfach stehen, Mark. Hundi, hi Hundi. Hundi stirbt. Hundi stirbt, Hundi stirbt. Ah. Na gut. Schwerer Söldner, den hauen wir um. So, und die da oben, die bewerfen wir nicht mit Messern. Und der da. Ja, komm, der zerlegt den da jetzt mal. Und bevor er wieder durchdreht, weil das kennen wir ja von unserem Guten hier, machen wir mal ein paar hier. Dunk. Immer in die ins Gesicht rein. Und, beiden Seiten. Und so. Och, dann geht auch halt hoch. Na, ich kann ihn nicht anvisieren mit AKL. Ich will den hochwerfen, den Goblin. So. Und fang! Ray! Bam! So. So, was um. Achso. Oh, da kann sich heilen. Stimmt, ich hab dem ja eine Heilfähigkeit gegeben. Brechen wir die Rüstung. Brechen wir die Rüstung nochmal. Und töten ihn. Und ihn hier. Hier sowas. Oh, du kannst hier hochlaufen. Hey, level up! What an item? Geil! Nimm mit. So, dann rüsten wir mal auf. Akai kriegt mal ein bisschen Stärke von mir. Ja, übernehmen wir. Standfestigkeit, Stärke. Standfestigkeit macht was? Standfestigkeit war was? Das hier. Scheiße. Lass mir bei der. Sieht auch irgendwie ekelhaft aus, so Pornostar-mäßig, so. So ein SM-Porno. Sogar mit Lampe hier. So. Ich bin jetzt Level 8. Wow. Schon. Geht ja echt gut. Da bekommt er von mir. Schale. Reduziert. Angriff jedoch für 15 Sekunden. Das ist ein Passiveffekt.
Wandelt 100% der unterdrückten Wut in Lebenspunkte um. Oh, cool, der Selbstheilung. Cool, das nehmen wir. Sticks! Sticks. Barthammer. Scharnier. Oh. Flächen. Fernangriff. Das ist doch was Cooles. Fiole mit Menschen. Das hatte ich schon mal. Nee. Bleiben wir bei der Ausdauer und Styx bekommt das hier. Gut. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Einfach mal aufgelevelt und schon geht's weiter. Wo muss ich eigentlich lang? Das da sieht noch einem richtigen Weg aus. Tipp. Gebe es ungern zu, aber ich brauche Styx, um meinen Auftrag zu erfüllen. Jo. Ich kann nicht ohne ihn gehen. Oh, hängst du halt an ihm. Komm mit. Was haben wir denn da jetzt wieder für eine? Oder zwei? So, und da werden wir mal diesen Klingenring gleich ausprobieren. Das habe ich nicht gesehen. Oh, das war so hilfreich. Ah! Okay, gut, dann war das doch hilfreich. Und dich. Ich hab ihn schnell angegriffen, weil hinten dran steht ja Arkeil. Das sollte schnell gehen. Arkeil, mach was! Aus. Tod! Hier! Tod! Tod! Mehr Tod! Mal guck mal, Hundis! Hundi! Hundi! Ich setze auf den linken. Denn ich habe ihn Pongo getauft. Los, Hundi! So, da lang. Hallo? Hallo? Einer da? Da ist ein Hundi. Hallo, Hundi! Ja, wuff, wuff, wuff. Zwei Grünhäute zeigen sich in meinem Gebiet. Ihr habt mich einer guten Jagd beraubt, Abschaum. Das mag ich nicht. Halt. Ja. Du sabberst wie deine Hunde, Dorek. Hoffe, du hast auch gelernt, dich totzustellen. Ich hab die Hunde trainiert, Grünhaut. Sie verdienen es. Du bist uninteressant. Kannst nicht gezähmt werden und daher musst du sterben. Wir sehen, wer zuerst stirbt, Mensch. Er hat aber noch zwei Arme. So, unser Großer hier, der kriegt natürlich Rundumschläge. Beziehungsweise, nee, der zieht erstmal die Aufmerksamkeit auf sich. Okay. So, und Styx, der darf jetzt Klingen werfen. So, und nochmal. Sehr gut, da kippen die Hunde um. Ja,
Ja, der dreht mal durch. Das ist kein Problem. Das können wir machen. Bam! Bam! Nicht verkehrt, mein Guter. Heute werden meine Brüder erfreut sein. Der Hundemeister starb wie ein räudiger Hund. Seine verfluchte Seele wird für lange Zeit im Wind wehen. Verdammte Hunde, sie waren bereits verflucht. Siehst du ihre Augen? Sackes Goblins. Leer, Kumpel. Ein leerer Blick. Nichts. Das ist unheimlich. Wir sind hier fertig. Komm, ich will dem Letzten von all dem berichten. Gut. Finde ich gut. Ja, dann gehen wir mal einfach dem Letzten berichten. Aber ich würde sagen, das machen wir dann erstfach in der nächsten Folge. Deshalb würde ich sagen, mein Name ist Gotthold, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao!